Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 120 von Dienstag, dem 6. August 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise immer am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf anderen Podcast-Plattformen, meistens auch auf YouTube. Manchmal kommt er früher, manchmal kommt er später, manchmal kommen zwei. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, abonniere meinen Newsletter unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Heute geht's um das Thema Vereinigung. Jetzt, bevor ich anfange, dir zu erzählen, was ich mir in einem Modeling- und NLP-Podcast gedacht habe zum Thema Vereinigung, würde mich ja schon interessieren, was du dir gedacht hast. Also ging dein Gedanke eher Richtung Kaninchenzüchtervereinigung oder Richtung sexueller Vereinigung? Da gibt's ja doch ein breites Feld, in dem man assoziieren kann. Dann gibt es ja auch zwei sehr ähnliche Worte, nämlich die Worte vereinen und vereinigen. Ich habe vorbereitend für diesen Podcast das Internet gefragt, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen vereinen und vereinigen. Und das Internet streitet. Das Internet ist sich nicht sicher. Sagt, es wäre gleichbedeutend, was ich nicht glaube, weil wenn es zwei Worte dafür gibt, hat es bestimmt auch zwei Bedeutungen. Wenn ich meinem Sprachgefühl folge und da so ein bisschen hineinfühle, wie diese beiden Worte vereinen und vereinigen verwendet werden, wie es mir passend erscheint, dann würde ich sagen, vereinigen beschreibt den Prozess und vereinen das Ergebnis. Also, wir wollen unsere Kräfte vereinigen. Das ist das, deine Kraft und meine Kraft zusammengenommen werden. Und dann, am Ende dieses Prozesses, haben wir unsere Kräfte vereint, mit vereinten Kräften. Man würde nicht sagen, mit vereinigten Kräften. Also, so als Idee. Diese Idee, Vereinen und Vereinigung, spielt im NLP eine erstaunlich große Rolle. Und ich werde natürlich jetzt ziemlich oft in diesem Podcast auch in das schlaudeutsche Wort Integration wechseln, weil darum geht es letztendlich. Und rückblickend auf meine Zeit mit NLP würde ich sogar sagen, dieser integrative Gedanke, dieser Gedanke des Vereinens und Vereinigens war vielleicht der wichtigste Gedanke, der mich damals als Kunde zum NLP gebracht hat, weil bevor ich daraus einen Beruf gemacht habe, wo du weißt, der Hauptgrund dafür war das Modeling, als ich das entdeckt hatte, war mir klar, das will ich beruflich machen. Bevor ich das gemacht habe, war ich ja NLP-Kunde, Coachee, Patient in Therapie. Das war damals halt der Name, den man Coaches gegeben hat. Und ich habe mich damals umgeguckt in der Szene, was gibt es denn alles so an Therapie- und Coaching-Methoden? Und da hatte NLP eine Besonderheit, also genau genommen hat es zwei Besonderheiten, die mich beide sehr angesprochen haben. Die zweite war, dass man inhaltsfrei arbeiten konnte. Aber die, um die es jetzt geht, war das mit dem Integrativen. Weil die ganzen anderen Methoden, die es auf dem Markt gab, die hatten durchaus den Ansatz, dass da mit den Patienten irgendwas nicht stimmt. Dass da irgendwas ist, was nicht sein soll. Und dass man da vielleicht irgendwas wegmachen muss. Und womit NLP damals immer rumgelaufen ist, und das hat mich sehr angesprochen, war die Idee, dass im NLP nichts weggemacht wird. Dass alles das, was da ist, durchaus seine Berechtigung hat und da sein darf, da sein soll. Und es eher darum geht, herauszufinden, wie kann ich denn das, was da ist, auf eine Art verwenden, nutzen, betrachten, reframen, weil es ja ein Teil von mir ist, dass es für irgendwas gut ist. Das heißt, das Schöne beim NLP, so wie ich es wahrgenommen habe, man musste sich für nichts schämen. Es durfte alles sein. Und
Wenn du dich mit Spiral Dynamics ein bisschen auskennst, ist natürlich klar, ich kam, wie viele Leute, die zum NLP kommen, ich kam aus Orange. Ich war in einer sehr orangen Phase und natürlich ist Orange verbunden mit Individualismus und von daher auch mit Vereinzelung. Und Orange ist ja auch durchaus rational, also auch zergliedernd, analysierend, zerteilend. Und wenn man aus dieser Welt kommt, aus dieser Denkwelt, und dann halt auch Probleme in sich wahrnimmt, die mit dieser Art des Denkens zwar erzeugt, aber nicht gelöst werden können, dann ist natürlich eine Methode, die kommt mit dem Versprechen, wir vereinen, wir machen eins, wir machen heil, wir machen ganz. Das ist natürlich schon eine schöne Methode. Also mich hat das sehr angesprochen. Inzwischen würde ich sagen, dass NLP an dieser Stelle viel Gutes tut, aber auch eine ganz wichtige Ressource ausblendet. Über die Ressource werde ich nochmal einen extra Podcast machen, weil das ist natürlich dann die Ressource von trennen, abtrennen, lösen, wegmachen. Die habe ich erst vor ein paar Jahren so richtig entdeckt, weil ich viele Jahre und Jahrzehnte wirklich auch einer von den NLPlern war, die das wie eine Monstranz vor sich hergetragen haben. Wir machen nichts weg, wir machen nichts weg, wir machen nur bestenfalls dazu, aber eigentlich arbeiten wir mit dem, was ist, und wir machen eins draus, wir fassen das zusammen, wir integrieren das. Bis mir irgendwann klar geworden ist, Moment, da ist ein Denkfehler drin, weil wenn es irgendeinen mentalen Raum gibt, irgendeinen inneren Bereich, wo ich mir das, was mir fehlt, herhole, um es dem meinen hinzuzufügen, naja, dann muss es da ja einen inneren Raum geben, in dem ich auch von meinem etwas hingeben kann. Also bei mir wegmachen und dahin machen. Und von daher, warum sollte ich mir nur die eine Hälfte dieses heilsamen Prozesses gönnen und sagen, ich nehme was dazu? Am Ende habe ich dann vielleicht eine Ressourcenverstopfung oder sowas in der Art. Das wäre ja auch nicht schön. Das heißt, es ist schon auch wichtig, mal was wegzumachen, Abschied zu nehmen, sich zu lösen, zu trennen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Heute ist unser Thema das Vereinen und Vereinigen. Und da sind wir natürlich in mindestens zwei Modellen von Robert Dills. Das eine ist das Strukturmodell der Veränderung, das Dills ja so folgendermaßen formuliert: gegenwärtiger ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand. Und diese Grundstruktur jeder Veränderungsarbeit lebt ja davon, dass wir zwei Dinge haben, nämlich den gegenwärtigen ändernswerten Zustand und die Ressource. Und die werden miteinander verschmolzen, integriert, vereinigt. Das heißt, da ist die Idee drin von diesem Hinzufügen, ganz machen, heilen, im Sinne von, ich nehme was dazu. Und dann wird es ganz, dann wird es ein Ganzes. Wir kommen gleich drauf. Vorher will ich mir das zweite Modell angucken, auch von Dills, wobei das ist nicht von ihm, er hat das aus alten Quellen, weil Dills hat ähnlich wie Jordan Peterson sich mal irgendwann in seiner Zeit mit Alchemie beschäftigt und bringt von daher auch diese Idee der alchemistischen Veränderungsformel. Und die ist bei Dills teilen, verändern, vereinen. Also Analyse, das ist das Teilen, Transmutation, das ist das Verändern und Synthese. Das ist das Vereinen. Und an der Stelle, wo Dills von diesem Modell erzählt, da macht er so einen kleinen Ausflug in die Alchemie. Ich habe keine Ahnung, ob der geschichtlich stimmt. Ich kann mich jetzt dann auf ihn beziehen. Und zwar sagt er, also der Teil, glaube ich, stimmt, dass sich eben aus der Alchemie die Chemie entwickelt hat. Und die Alchemie kommt aus einer Zeit, wo die Naturwissenschaften und persönliche Entwicklung eben noch nicht getrennt waren, wo das beides eins war. Das heißt, wenn du dich mit Alchemie beschäftigst, und da kann ich jetzt zum Beispiel wirklich Jordan Peterson empfehlen, Maps of Meaning, da gibt es ein ausführliches Kapitel über Alchemie. Und die Alchemisten sind davon ausgegangen, dass das Werk, was geschehen soll, also da ging es normalerweise vordergründig darum, Gold zu machen, und der, der das Werk vollbringen will, dass das beides eins sind, also dass die sehr zusammenhängen und dass von daher, wenn das Werk gelingen soll, auch der Mensch an sich arbeiten muss. Das heißt, damals war das
Naturwissenschaft, Chemie, persönliche Entwicklung, spirituelle Entwicklung. Das war alles viel enger verbunden, als es heute ist. Und Dill sagt jetzt halt, dass sich aus der Alchemie die Chemie entwickelt hat. Und er beschreibt das so, dass dabei der dritte Schritt nicht wirklich auf der Strecke geblieben ist, aber seine Bedeutung verloren hat. Und da muss ich sagen, das klingt für mich plausibel. Weil wenn ich so denke, so Richtung Harry Potter und Co., wie ich mir das vorstelle, dass die da so einen Zaubertrank machen, dann ist mein Bild, die kippen da was zusammen. Also da haben die ein Fläschchen und noch ein Fläschchen und dann ist da ein großer Topf und dann wird das eine und das andere da reingekippt und dann entsteht was Neues. Das heißt, diese Idee der Alchemie ist schon, wir haben Einzelteile, wir haben Zutaten und wir kippen das zusammen, wir vermengen das, wir mischen das und daraus entsteht etwas Neues. Und natürlich haben wir jetzt mit dem großen Werk, sind wir mitten auch in der sexuellen Vereinigung, die eine Alchemie auch durchaus als Metapher und manchmal auch als Werkzeug im Prozess eine Rolle spielt. Wahrscheinlich deswegen, weil das für die Alchemisten und für die Menschen, seit sie es verstanden haben, ohnehin ein Wunder ist, von dem ich jetzt einfach mal behaupte, dass das eigentlich bis heute keiner, der es an sich ranlässt, wirklich versteht, wie das möglich sein kann, dass mit einer Frau und mit einem Mann dann etwas geschieht, wodurch neues Leben entsteht. Also dass hier aus der Vereinigung des Verschiedenen, Frau und Mann, ein neues entsteht. Und die Idee ist ja auch in der Bibel schon mit dem berühmten Satz, und sie erkannten einander und wurden ein Fleisch. Der Satz folgt sogar dem Psychografie-Dreieck, weil du ahnst, sie erkannten einander, das ist natürlich der Erkenntnisbereich, dass sie erkennen ihre Verschiedenheit. Dann haben sie was gemacht, was in diesem Satz nur angedeutet wird, und wurden ein Fleisch. Das heißt, am Ende finden sie zu dieser Einheit zurück. Und das ist ja auch ein Gedanke, der seit 2.000, 3.000 Jahren in dem abendländischen Denken eine Rolle spielt. Also dieses berühmte Halbkugelgleichnis von, glaube ich, Platon ist das, dass die Götter den Menschen als kugelförmiges, vollkommenes Wesen geschaffen haben und dann wurden die Menschen übermütig und dann haben die Götter beschlossen, dass die Menschen jetzt einfach in der Mitte durchgeschnitten werden, halbkugelförmig. Und seitdem, seit Jahrtausenden, sucht jeder Mensch sein Gegenstück, um sich mit ihm wieder zu vereinen und eben wieder eins zu werden. Und das erinnert schon ein bisschen an den NLP-Prozess, weil normalerweise kommen die Klienten mit einem gegenwärtigen ändernswerten Zustand. Und dann ist es die Aufgabe des Coaches, NLP-Practitioner, Master Trainer, Coach, was auch immer, dass wir das passende Gegenstück finden, die Ressource, damit etwas Neues daraus geboren werden kann, also etwas Neues entsteht. Das ist ohnehin eines der ganz großen Geheimnisse, glaube ich, der jüdisch-christlich-griechisch-römisch-abendländischen Kultur. Das war einen der Gegensätze. Aber komme ich gleich drauf. Ich will noch die Diels-Formel zu Ende machen, also teilen, verändern, vereinen, weil das folgt auch dem Psychografie-Dreieck. Das Teilen, das Zergliedern, das Analysieren gehört zum Erkenntnisbereich. Das ist halt dieser auflösende Denkprozess, wo die Teile des Ganzen einzeln betrachtet werden. Und dahinter steht die Idee von Diels, der meint, dass das, was wir Problem nennen, er nennt das gerne Problemmolekül, ist irgendetwas, in dem miteinander verbunden, vereint ist, was vielleicht besser unverbunden wäre, weiß man nicht, wird sich herausstellen. Was aber auf jeden Fall in dieser verklumpten, verbundenen, vereinten Form nicht gelöst werden kann. Deswegen sagt er, Schritt 1 der alchemistischen Formel ist erstmal Analyse teilen. Den Teil hat Wissenschaft, den Teil hat vielfach Therapie, den Teil hat die Schulmedizin, da wird erstmal untersucht und benannt bis zum geht nicht mehr. Wenn dann die Einzelteile benannt sind, ist die Idee von Diels, Unterschiede ins Problemmuster zu bringen. Das heißt, jetzt muss ich mindestens einen dieser Teile verändern. Das ist die Transmutation. Das kann auch geschehen, indem ich etwas hinzufüge. Ich sage mal ganz heimlich, es kann auch geschehen, indem ich etwas wegnehme. Jedenfalls, diese Sammlung von Einzelteilen muss jetzt irgendwie verändert werden.
Und dann kommt der wichtige dritte Schritt, laut Dilts eben der, der viel zu oft vergessen wird, nämlich das, von dem jetzt etwas verändert ist, muss wieder vereint oder integriert werden. Und ich glaube schon, soweit ich die Methoden so kenne auf dem Markt, dass NLP schon eine Methode ist, die da außerordentlich viel Wert drauf legt, also mehr Wert als viele andere Methoden auf dieses am Ende integrieren, vereinigen. Wenn du NLP persönlich kennst durch Coaching oder durch Seminar, dann weißt du, dass wenn wir Teilearbeit machen oder wenn wir mit Selbsten arbeiten, also Six-Step-Reframe, internale Verhandlungen, Self-Nurturing oder Re-Imprinting mit signifikanten emotional anderen, dass der klassische letzte Schritt ist immer dieses: Jetzt sieh diese ganzen Gestalten, Teile, Persönlichkeiten, Signifikanten, emotionalen anderen vor dir, auf Boden ankern oder vom inneren Bild, strecke deine Hände aus, umfasse sie, mach sie dann nochmal alle klar und dann nimm sie in dich hinein und gerne sagt man, gib ihnen einen Platz in deinem Herzen. Das heißt, diese Idee, das, was wir im Einzelnen verändert haben, dann auch am Ende wieder zu vereinen. Das ist schon eine, ja, im NLP sehr wichtige Idee. Und Bandler meinte mal irgendwann angeblich, dass es wahrscheinlich mehr von Therapeuten gespaltene Persönlichkeiten gibt, als die so in freier Wildbahn natürlicherweise vorkommen würden. Ist ein typischer Bandler-Spruch. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber er gibt als Beispiel Bandler an dieser Stelle, dass er sagt, er war mal in irgendwelchen Transaktionsanalysekursen. Und ihm ist aufgefallen, dass da die Leute irgendwann gemeint haben, das war nicht ich, das war mein Kind-Ich. Das heißt, sie haben diese Teilung sehr verinnerlicht. Und also wenn du sagst, das war nicht ich, das war mein Kind-Ich, dann fühlst du dich halt von dem irgendwie ein bisschen getrennt. Und dann kann man halt den Leuten den Hinweis geben, du, dieses Kind-Ich, was du da benennst, das ist ein Teil von dir, und zwar ein integraler Bestandteil von dir. Das gehört da wirklich mit dazu. Und darum glaube ich, dass diese Idee mit dem Integrieren, Vereinen, Vereinigen, Zusammenfassen, Verbinden, Verschmelzen, Collapsing, Anchors, alles das, das ist schon etwas, was das NLP sehr auszeichnet. Und was mir halt erst im Laufe der Zeit bewusst geworden ist, ist, dass damit das NLP an eine Tradition anschließt, von der ich inzwischen sagen würde, es ist die zutiefst westliche Tradition, die halt aus dem jüdisch, christlich, griechisch, römischen Abendland kommt. Und du merkst schon, ich betone diese vier Worte so, jüdisch, christlich, griechisch, römisch, weil eines der Geheimnisse des Westens ist halt, dass da auch das Verschiedene vereint worden ist. Und wenn man es mal historisch betrachtet, muss man sagen, in Rom. Das heißt, das Römische Reich halt damals, vor ungefähr 2000 Jahren, war sehr stark und sehr wichtig, konnte einiges, konnte vieles andere aber nicht. Und das Römische Reich hatte kurz vorher das antike Griechenland in sich aufgenommen, also wurde damit eins, hat das in sich hinein vereinigt, verdaut. Und das war ziemlich schlau von Seiten der Römer, weil die Römer waren natürlich hervorragende Militärstrategen. Sie hatten eine tolle Gesetzgebung. Das, also unser Gesetz geht immer noch auf das römische Recht zurück. Sie hatten extrem fortschrittliche Ideen, was Regierung und Beamtentum betrifft. Also alles das, wo du merkst, so mit Organisation, Recht, Gesetz, Beamtentum, das klingt sehr nach Handlungsbereich. Das heißt, da war Struktur und Ordnung, aber ich will nicht sagen dumm, aber war halt nicht so wichtig. Und drum hatten die Römer kurz vorher, und das war ein sehr schlauer Schachzug, die griechische Kultur integriert. Und wenn du an Griechenland denkst, okay, Sparta war auch ganz toll militärisch, aber wenn wir heute an Griechenland denken, glaube ich, denken die meisten erstmal an Philosophie. Und damals gehörte zur Philosophie auch die Naturwissenschaft. Das war noch nicht getrennt, das war noch eins. Also aus der Philosophie hat sich im Laufe der Geschichte die Naturwissenschaft abgespalten und dann die Psychologie abgespalten und alles das. Aber wenn du an Aristoteles denkst und solche Leute, Pythagoras, die waren aus unserer Perspektive gleichermaßen Philosophen wie Naturwissenschaftler. Und dieses Nachdenken, die Welt verstehen, zergliedern, ist natürlich Erkenntnisbereich. Das heißt,
Die Römer waren damals schon an der Stelle, wo sie mit ihrer eigenen Kultur, die halt sehr handlungsbereichisch war, aus Struktur und Ordnung, das Griechische bereits aufgenommen hatten und dadurch den Erkenntnisbereich ergänzt hatten. Und dann kam der Apostel Paulus aus Jerusalem, also aus der Ecke da unten, wo er das Christentum kennengelernt hat. Ich weiß gar nicht, ob der jemals in Jerusalem war, doch ich glaube, er hat einmal die Ursprungsgemeinde kennengelernt. Aber er war natürlich im Herzen Römer und brachte dann das Christentum oder besser gesagt seine Version des Christentums nach Rom. Und das Christentum ist also sowas von einer Beziehungstyp-Religion. Da geht es ja von vorne bis hinten nur um Liebe und um Einswerdung. Und das ist schon ziemlich schlau, sich zu überlegen, dass dann am Beginn des Westens, am Beginn des Abendlandes, steht also die Vereinigung der römischen Handlungsenergie mit der griechischen Erkenntnisenergie und der christlich-jüdischen Beziehungsenergie. Und das Römische Reich hätte sich beinahe am Christentum verschluckt, könnte man sagen, weil die Christen, das weißt du ja natürlich aus irgendwelchen Hollywood-Filmen, wurden am Anfang natürlich gejagt und unterdrückt und verbrannt und den Löwen vorgeworfen in der Arena. Aber nicht allzu lange, also jetzt in geschichtlichen Epochen. Und sie wurden immer größer und wichtiger und waren gut am Missionieren. Und es hat nur 300, 400 Jahre gedauert. Da waren die dann Staatsreligion. Das heißt, bei dem Versuch, das Christentum zu verdauen, kann man sagen, ist eigentlich das Römische Reich vom Christentum verdaut worden. Aber das ist ein anderes Thema, wie das ist. Da zeigt sich aber schon das, was nach meiner Meinung halt die Grundqualität des Westens ist. Dieses Integrieren, Aufnehmen, Vereinen, Vereinigen des Fremden. Dieses Kraftschöpfen, etwas Schöpferisches finden in den Gegensätzen, die sich begegnen dürfen. Zum Beispiel Mann und Frau dürfen sich in unserer Welt begegnen. Es gibt andere Kulturen, da sind Männer und Frauen viel stärker getrennt. Und dadurch entsteht Spannung durch die Verschiedenheit. Und aus dieser Spannung zwischen den Verschiedenen, die Möglichkeit zur Integration, zur Begegnung, zur Vermischung beinhaltet, entsteht dann was Neues. Und ich hatte es in anderen Podcasts schon erwähnt, ich erwähne es nochmal, weil es mir wirklich grundlegend wichtig ist. Ich finde ja, die schönste Stelle, wo sich das in unserer Kultur zeigt, ist die Musik. Denn nur der Westen hat eine echte mehrstimmige Musik entwickelt. Das heißt, eine Musik, in der verschiedene Instrumente, verschiedene Menschen, verschiedene Stimmen, verschiedenes Singen, eigenständige Melodien, also eigenständige kleine Musikstücke, die zusammengenommen in der Einheit, in der Vereinigung, dann etwas Schönes, Harmonisches, Ganzes ergeben. Oh, ich mag das so. Und in der Tradition steht NLP. Da steht für mich NLP wirklich mit drin. Also im NLP auch. Angefangen vom Collapsing Anchors, wo es halt darum geht, nimm das eine und das andere und bring es zusammen und lass dich überraschen, was passiert. Und wenn du NLP selbst schon gemacht hast, weißt du, dass der Zauber in diesen Collapsing Anchors, was ja in jedem Format vorkommt, also auch in Six-Step und Change History und Self-Nurturing und Reimprinting, ist ja an der transformierenden Stelle immer ein Collapsing Anchors, wo Dinge miteinander vereint werden, wo klassischerweise du als Coachee hinterher sagst, also wäre ich jetzt nie drauf gekommen, das damit reinzunehmen. Das heißt, es geht normalerweise um die Integration, um die Vereinigung von Dingen, auf die man halt nicht gekommen wäre. Also ein ganz wichtiger Teil davon ist natürlich Schattenarbeit nach Ziege Jung, wo man dann Dinge integriert und vereint, die man eigentlich gar nicht sehen wollte. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Also ganz viel von normalem NLP besteht auch darin, dass Leute irgendwelche, was weiß ich, im Change History vergangenen Ereignisse haben, mit denen sie nicht klargekommen sind. Und dann fragt man, was brauchst du da für Ressourcen? Und da kommt manchmal sowas wie Zärtlichkeit, Aggressivität, NLP und Humor. Also eine Kombination, wo Leute sagen, was bitte diese vier Ressourcen? Wäre ich ja nie drauf gekommen, aber hey, es ergibt absolut Sinn. Wenn ich die mit hinzufüge und dort integriere, also vereinige, dann entsteht genau das, was ich brauche als Lösung. Fußnote. Ich habe jetzt so oft diese beiden Beispiele gebracht von dem
Gegenwärtiger ändernswerter Zustand in Klammern Problem plus Ressource ist gleich das, was man will. Und das verglichen mit der Idee, wenn halt eine Frau und ein Mann sich vereinigen, sodass fast schon die Frage im Raum steht, wenn eine Frau und ein Mann sich vereinigen, wer ist dann das Problem und wer ist die Ressource? Und ich glaube, es kommt auf die Perspektive an. Weil, nimm mal ein klassisches Beispiel aus dem Collapsing Anchors. Nimm mal an, du hast irgendeine ungeliebte Arbeit zu tun. Ah, nehmen wir an, die Wohnung aufräumen. Das macht der normalen Menschen nicht so viel Spaß. Also, du willst oder musst aufräumen. Und überlegst dir mit Collapsing Anchors, du fügst dem Freude hinzu, weil du das Ankerst und den Ankers abrufst. Und siehe da, wie durch Zauberhand es funktioniert und du kannst jetzt mit Freude aufräumen. Da denkt sich jetzt jeder, naja, das Aufräumen ist das Problem, die Freude ist die Ressource und das mit Freude aufräumen ist dann die Lösung. Aber du kannst die Geschichte auch wirklich genau andersrum erzählen. Du kannst die Geschichte auch aus der Perspektive dieser armen kleinen Ressource erzählen, der armen kleinen Freude, die da in dir ihr Dasein fristet und so vor sich hin freut auf eine unbedeutende, leere, banale Art. Freut die sich halt vor sich hin, heididididups. Und was dieser Freude fehlt, um eine große Freude zu werden, ist Sinn und Bedeutung. Weil diese Freude will nicht einfach nur so feuerwerksmäßig puff, puff, da irgendwie vor sich hin glitzern. Sie will irgendwas bewirken und an dem Tag, an dem die Freude merkt, sie kann sich vereinigen mit dem Aufräumen, wird dir zum ersten Mal klar, dass sie als banale kleine Freude Großes bewirken kann, wenn sie sich mit dem Aufräumen verbindet. Und so gesehen ist aus der Perspektive der Freude sie selber der gegenwärtige ändernswerte Zustand und die Integration des Aufräumens in die Freude wäre dann das Aufräumen, die Ressource. Dann kommen wir zur Lösung. Das erinnert mich ein bisschen an so eine Zen-Geschichte, die ich mal gelesen habe. Irgendein Zen-Meister liegt im Sterben. Und dann kommt ein Schüler und will halt noch so einen schlauen Satz sagen zu diesem Meister. Und darum sagt der Schüler das so ganz wissend. Ja, das ist jetzt halt, Meister, dieses Sterben ist jetzt halt so, wie wenn der Tropfen wieder in den Ozean fällt. Dann antwortet der Meister, nein. Der Ozean fällt in den Tropfen. Und ich finde, das ist ein ganz großartiges Bild. Der Ozean fällt in den Tropfen. Naja, Albert Einstein würde sagen, stimmt, weil Bezugspunkt ist relativ, kannst du von der Seite und von der Seite sehen, ist beides möglich. Aber genauso kannst du halt den integrativen Prozess mit gegenwärtigen ändernswerten Zustand plus Ressource sehr frei entscheiden. Was ist das Ändernswerte und was ist die Ressource? Lass uns zum Schluss nochmal die Idee des Vereinens auf den logischen Ebenen spielen. Also nachdem Vereinen vor allen Dingen eine Abstraktion ist, geht das erst ab Ebene 4. Das heißt, auf Ebene 4 wäre es dann die Frage, was möchtest du vereinigen? Was möchtest du vereinen? Gibt es zwei Dinge, wo du, wenn du in die Welt blickst, sagst, oh, dass das nicht eins ist, dass das getrennt ist, damit kann und will ich mich nicht abfinden. Ich werde als derjenige in die Geschichte eingehen, der das beides vereint. Das wäre Ebene 4. Ebene 5 wäre dann die Frage, was möchtest du in dir vereinen? Das ist natürlich eine andere Frage, weil auf Ebene 4 kannst du es noch was draußen machen in der Welt und sagen, ich vereine das mit dem, aber auf Ebene 5 wäre das dann, dass du vielleicht zwei Seelen fühle ich auch in meiner Brust, bestimmte Teile, Persönlichkeiten, Selbste in dir, die bei den meisten Leuten unvereinbar sind, vielleicht in dir vereinigst. Ebene 6 ist dann die Eingangsfrage, mit wem möchtest du dich vereinigen? Also mit welchem anderen Menschen vielleicht deine Kräfte vereinigen oder mehr vereinen, so dass aus euch beiden etwas Neues entsteht. Und ich werde nochmal in dieser Reihe irgendwann noch einen Podcast machen über Modeling Sex, wo ich dann rausarbeiten werde, dass das, was im Sex
der ja eine der coolsten Ideen der Evolution war, das, was im Sex auf Ebene des Gencodes passiert, passiert im Modeling auf Ebene des Meme-Codes. Das Wort Meme ist ja von Richard Dawkins, einem Biologen, der halt die Idee hatte, es gibt die genetische Information, die wird über die Generation weitergegeben, und es gibt die memetische Information, das sind im Grunde Gedanken und Ideen, die kann man auch innerhalb einer Generation weitergeben. Und wir sind als Menschen gleichermaßen scharf drauf, dass wir unsere Geninformation weitergeben, wie wir auch scharf drauf sind, dass wir unsere Meme-Information weitergeben. Und dieses Weitergeben der Meme-Information, dieses zwei verbinden ihre Meme und lassen was Neues draus entstehen, das beschreibt im Grunde das, worum es im Modeling geht. Und im Modeling ist am Ende auch wieder die Stelle mit der Integration so wichtig, weil die Installation entspricht der Modeling deine Integration. Das heißt, das ist die Frage, wie bekomme ich jetzt deine Strategie in mich rein? Aber dazu gibt es, wie gesagt, nochmal einen extra Podcast. Also das ist Ebene 6, mit welchem anderen Menschen möchte ich mich vereinigen? Und Ebene 7 wäre dann die Frage, womit bist du eins? Von welchem Größeren bist du ein Teil? Weil die Ebene 7 Ressource, das ist ja die Ressource, von der wir ein Teil sind. Also die Ressourcen von Ebene 2 bis Ebene 5 sind in dir und die Ressourcen von Ebene 1, 6 und 7, da bist du drin. Das heißt, die einen Ressourcen sind ein Teil von dir, bei den anderen Ressourcen ist es so, dass du bist ein Teil von denen, und darum wäre es dann bei Ebene 6 und vor allem bei Ebene 7 so, wenn es ums Transzendente geht. Wovon bist du ein Teil? Womit bist du eins? Und damit haben wir, glaube ich, ein schönes, ich weiß nicht, ob es ein Ende ist, ein Komma für dieses Thema, weil es gibt ein zweites Thema, das ist sehr dicht am Thema Integration, Vereinigung. Das ist das Thema Verbindung. Das entspricht dann der Assoziation. Da werden zwei Dinge miteinander verbunden und das werden wir uns im nächsten Podcast angucken. Das ist dann der 121er am 13. August. Aber es ist, wie gesagt, ein extra Thema. Drum lassen wir es hiermit gut sein. Das war der Podcast zum Thema Vereinigung, Vereinen, Vereinigen, Integration. Und ich hoffe, es hat dir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.